raus und fertig ist. Ja, wie gesagt, wo waren wir? Mein Gott, die bringt mich voll aus dem Konzept. Du Nervensäge, ja, brauchst mich gar nicht so anzugucken. Was wollte ich sagen? Pyron ist dumm. Was ist denn los mit dir? Ich hab keine Ahnung. Genau, dann bist du total aus dem Konzept. So war das. Dann bist du total aus dem Konzept und verpeilst es meistens und kommst gar nicht drauf klar. Zumindest ist es bei mir so. Vielleicht sind einige von euch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen weiter mit dem Horizont und denen macht das nichts aus. Die können sich schneller darauf einstellen. Etc. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Ich bin blöd. So, jetzt ist aber richtig. So, geht doch. Go, 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 go. Bam. Pummelwack. Der Skill sieht an sich okay aus. Gibt aber bessere, denke ich. Ich freue mich auf Etemon. Ich fand den in der Serie immer richtig geil und die Stimme im Deutschen war auch richtig gut getroffen, ganz ehrlich, muss ich mal sagen. Also ich hasse deutsche Synchro normalerweise übelst, was Animes angeht, aber bei Digimon haben die echt ein paar coole Sachen reingehauen. Zum Beispiel, wie sich Magnamon anhörte oder Stingmon haben die richtig geil gemacht, die zwei Stimmen kombiniert und sowas. Fand ich richtig cool. Ja, und wie gesagt, Etemon, einer meiner Lieblingsstimmen in ganz Digimon. Total nervig, total schrill und laut und wirk, aber passte einfach. War ja auch so eine Nervensäge. Ich kann mich an seinen Attacken gar nicht mehr. Der hat doch irgendwie dunkles Netzwerk oder so, glaube ich, gehabt. So hieß die Attacke, kann das sein? Dunkles Netzwerk und Serenadenschocker oder so. Irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall ganz cooles Digimon. Auch wenn es böse war. Ich weiß noch, als Metall-Etemon gegen Saber-Leomon gekämpft hat. Das war hart. Das fand ich geil. Ja. Ja, heute haben wir ein bisschen mehr zu erzählen und das ist doch schon mal ganz okay. Ich habe mir mal überlegt, also einige von euch finden das etwas langweilig. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ist halt ein MMO, bla Keks. Was haltet ihr davon? Entweder ich level ganz normal so weiter wie immer, werde natürlich später auch mal ein paar höher leveligere Digimon zeigen, also sowas wie, ich habe jetzt ein Yogaship, glaube ich, noch für 20 Tage oder so, 16 Tage, dass ich mein Yogis noch level, so High-Level-Digimon werde ich euch auf jeden Fall zeigen, aber was haltet ihr davon, wenn wir die Level von 25 bis, weiß ich nicht, 36 oder so, oder bis 31 zumindest überspringen? Dass ich die dann nicht zeige, die dann Offscreen-Level und dann ab 31 wieder bis 41 oder ab 36 bis 41, damit das ein bisschen kürzer ist. Ist für mich zwar weniger Content und ihr müsst darauf gefasst sein, dass es vorkommen kann, dass man nichts kommt, weil einfach Content fehlt, aber wenn es euch so besser gefällt, ist das okay für mich. Weil ich kann euch sagen, so langsam, es gibt halt nicht so viele Digimon. Also du kannst, es gibt ein paar Digimon, bei denen du, die du leveln kannst, aber irgendwann ist das auch Ende. Die bringt zwar immer wieder neue raus, aber ich level schneller, als dass sie neue rausbringen. Und das ist halt ein bisschen... Ja. Sorry. Wie gesagt, ich krieg gerade ein Pop-Mall. Aber wir sind ja gleich fertig. Erstmal 25. So. Das müsste doch schon gewesen sein. Und bam. Etemon. Ey, sieht der nicht mega cool aus mit seiner Sonnenbrille, die beiden Ohrringe. Und sein, was ist das, Monsaemon? Ist natürlich Virus, Attack 431, 2,3, Und wie heißt es? Dunkles Netzwerk. Ja, ich wusste es. F1.
292 plus 145 durch den Ring, weil wir Skill Damage erhöhen durch den Ring. Sieht cool aus. Wie so eine grüne Planetenkraft. Wäre auch mal cool. Ja, ich mache hier Pause, lock mich hier kurz aus und dann geht später weiter für euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Ciao. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Masters Online. Ich bin ZerpyronLP. Ja, an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Wir hören aber Friday Morning von Circle of Alchemist. So voll Überleitung, ich weiß. Dingens, ja. Willkommen zurück. Wir haben, wie gesagt, Samstagmorgen. XP-Event und was machen wir da? Leveln, leveln, leveln. Wir wollen Blackwing, aka Warmon, aka Stingmon, aka. Jetzt ist der Jewelbeamon auf 41 bringen und vielleicht noch Goblimon hinterherziehen. Ich weiß noch nicht. Sehen wir dann? Sehen wir dann, Mama. Ja, bis 31 gezogen. Ich weiß gar nicht, ob im Let's Play oder jetzt auch noch offscreen. Ich habe, glaube ich, Goblimon habe ich bis 31 gezogen offscreen und wollte dann von 31 auf 41 machen. Das sind ja nur 10 Level und mit 1000er Boost. Fuck, ich habe meine 1000er Booster nicht dabei. Boah, die Mucke ist übelst geil. Hab ich gerade schnell runtergeladen. Ist natürlich auch wieder freie Nutzung und so. Kennt das schon. Ah, ich habe 1000. Ja, fuck, jetzt habe ich ein Bildschirm kurz verschoben. Fuck, fuck, fuck. Also wenn ihr einen kleinen Lag gerade gehabt habt, dann liegt das daran, dass ich wieder hier mein Digimon Masters Bild. Oh mein Gott, ich muss niesen. So, sorry Jungs, Mädels. Ja, ich wollte erst zurückgehen, Booster holen, 1000er Booster, aber dann habe ich gesehen hier. Geht da doch hier ein 1000er Booster parat. Rechtsklick. Linksklick geht nicht. Uiuiui. Mittlerweile haben wir an die, weiß nicht, 90 Digicores. Ach, nicht Digicores. Wie heißen die Scheißteile? Kurz überlegen. Evoluta. Ja, wir haben ein bisschen gefarmt. Wir gehen mal Channel 0. Hoffentlich ist da nichts los. Hier ist zwar auch gar nichts los, aber. Oh mein Gott, jetzt wechselt er den Channel. Ich wollte gerade sagen, ey. Fängt schon wieder gut an hier. Könnt schon wieder kotzen. Kurz Kippchen machen, ihr kennt das. Spielchen. Kurz Kippchen machen. Dann Booster reinhauen. Und dann wird erstmal gelevelt. Ja. Herr Byron. Ich habe mir jetzt vorgenommen, so wenn ich Bock drauf habe, dann werde ich sonntags einen kleinen Livestream machen. Je nachdem, wie ich Bock habe, wird er auch relativ lang oder kurz gehen. Letztes Mal waren es, glaube ich, 2 Stunden oder so. Schauen, wie es morgen wird. Wann der immer ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass er sonntags ist. Und immer nur dann, wenn ich nichts anderes vorhabe. Gibt auch kein Ankündigungsvideo oder so. Weil die Leute sind dann enttäuscht, wenn ich kurzzeitig irgendwas dazwischen schieben muss oder so. Und das will ich euch nicht antun. Bebe. Habe ich den Booster schon drin? Nein, natürlich nicht. Los, Byron. So, Booster rein, I give ihn. Erstmal missen, wie sich das gehört bei Dokunemon. Hat er mal bekommen. Spike Buster, hau mal raus da. Ja, geht klar. Was macht der an Damage? 1100. Könnte besser sein. Gibt aber auch schlechtere. Ja, die Liste ist fast fertig. Wie gesagt, ich habe ja eine Liste gemacht. Jetzt, dann könnt ihr sehen, in welchem Video ich welches Digimon gelevelt habe. Ist gar nicht so einfach, weil ich hin und wieder auch nur rumgestanden habe und Scheiße gelabert habe. Oft geswitcht habe. Wird aber. Ich bin, glaube ich, jetzt bei Folge 200. Muss mir ja die Folgen ansehen, zumindest kurz durchskippen. Ja. Ja, geht doch schnell. Sind gleich schon Level Up wieder. Hey, Damage ist okay. So, Level Up. Bedayo.
Leute, wenn ihr Bock habt, irgendwelche Fragen zu stellen, auch so kuriose Fragen, ganz kuriose Fragen, schaut mal auf Ask.fm vorbei. Ich bin jeden Morgen, sogar vor der Arbeit, auf Ask.fm. Schaut danach, ob mir jemand geschrieben hat und wenn ja, was, und versucht zu antworten. Beziehungsweise antworte eigentlich immer, egal was ihr schreibt. Das ist so im Moment das, was ich am meisten mache. Facebook eher inaktiv, halt hin und wieder einen Link posten, wenn ich in einem Stream zu Besuch bin oder nicht. Mal kurz einen Streamlink posten oder wenn ich wieder irgendwas Unnützes, was ihr nicht wissen müsst. Haha, unnützes Wissen. poste, dann bin ich auf Facebook. Twitter noch seltener als Facebook, weil ich, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich mir ein neues Handy hole, wird das mehr. Aber im Moment ist es eher seltener, dass ich da bin. Oh Mann, Jungs. Komm schon, treff. Ja, wir haben das letzte Mal, worüber haben wir geredet? Über Dingens, übers. Minecraft Let's Play. Ob wir auf die Schiene auffahren, aufspringen, genau. Nicht auftreten und nicht auffahren, aufspringen. Ich weiß es noch nicht. Wir sind mittlerweile, also im Moment, sind wir so verblieben, dass wir einen Server suchen. Ich habe ein Serverangebot bekommen, aber ich bin halt so einer, so ein Direkter. Wenn ich die Person nicht mag, dann will ich von der auch nichts bekommen, ganz ehrlich. Habe ich auch so gesagt. Und deswegen sind wir immer noch auf der Suche. Wenn ihr irgendeine Idee habt, ich glaube, so ein Server, 10-Slot-Server kostet irgendwie 5 Euro im Monat oder so. Entweder holen wir uns einen eigenen, aber ich weiß nicht. Wir wissen noch nicht, wie das Let's Play ankommt und so. Daher. Ist die Musik ein bisschen zu laut? Kann das sein? Oder ist sie bei mir noch zu laut? Ich mach mal einen Tacken leiser. Dafür habe ich ja so ein schönes Knöpfchen bei mir am Headset. So. Dürfte für euch nicht leise geworden sein, für mich schon. Ich hoffe, das ist im Let's Play jetzt nicht zu laut. Was haben wir da gerade? Girls, glaube ich. Auch ein neues Lied, was ich habe von Circle of Alchemist. Ist zwar schon älter. Nee, Funky Humpy ist es. Girls kommt gleich noch. Funky Humpy von Circle of Alchemist, ganz cool. Ja, da wirst du mal wieder invited. Ich glaube, ich sollte mal diese Dingens invite ausmachen. Zumindest wenn ich aufnehme. Aber nicht hier. Hier ist es ein bisschen gefährlich. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Vor allem, weil wir die Zeit nutzen.